Den Klimaschutz zu unterstützen und die Dekarbonisierung voranzutreiben, ist ein Thema, das nicht nur große Unternehmen betrifft, sondern jede und jeden Einzelnen von uns. Aber wie kann ich als Durchschnittsverdiener den Ausbau erneuerbarer Energien aktiv unterstützen und dabei auch noch eine nachhaltige Geldanlage generieren? Ja, wir haben mit Investing Green unsere Plattform geschaffen, um erneuerbare Energieprojekte im Bundesland Salzburg zu finanzieren. Da geht es insbesondere um Projekte der erneuerbaren Energiegewinnung, aber auch der erneuerbaren Energienutzung. Klassisch Photovoltaik zum Beispiel oder Windenergie in Zukunft. Oder eben Projekte der erneuerbaren Energienutzung, wie beispielsweise Wärme, Mobilitätsanwendungen zählen dazu. Investing Green ist eine Crowdfunding-Plattform, welche es Privatpersonen ermöglicht, in große, klimafreundliche Projekte zu investieren. Also zu Deutsch würde man sagen Schwarmfinanzierung. Es ermöglicht eben die Kraft der vielen kleinen Investoren, die schon ab 100 Euro investieren können, die Finanzierung eines großen Projekts, das ein Einzelner nicht finanzieren könnte. Also die Gruppe, die Kraft der Crowd macht es möglich. Wir arbeiten mit der Conda Austria GmbH zusammen. Das ist Österreichs Pionierunternehmen in der Schwarmfinanzierung. Conda betreibt Investing Green für uns technisch in unserem Auftrag. Investing Green hat seit seiner noch kurzen jungen Existenz bereits Projekte mit einem Volumen von über 3 Millionen Euro in Summe finanziert. Wir haben über 1000 registrierte Investoren auf der Plattform, typischerweise Personen, normallos sozusagen, so wie Sie und ich. Und wir haben insgesamt 6 Projekte finanziert, 3 davon Projekte der Salzburger AG und 3 davon Projekte von fremden Projektträgern. Bereits erfolgreich finanziert wurde zum Beispiel das Projekt Sinnhub. Hier geht es um die Entwicklung eines Kraftwerksstandortes am Almkanal. Das ist ja eine historische Kraftader sozusagen, das auch schon durch einige Kleinwasserkraftwerke genutzt wird. Und ein neues Kleinwasserkraftwerk ist im letzten Jahr entstanden und Investing Green durfte die Startfinanzierung für dieses Projekt einsammeln. Es waren 150.000 Euro. Mit dem UQ-Tower im Wissenspark Puch-Urstein soll eine neue Benchmark für ökologisch nachhaltige Arbeitswelten geschaffen werden. Und die UQ hat sich entschlossen, 2 Millionen Euro des Gesamtinvestitionsvolumens als Crowdfinanzierung aufzulegen und unseren Investoren anzubieten. Investing Green finanziert Projekte von Unternehmen, von Vereinen, gemeinnützigen Vereinen, könnten auch Kommunen, also Gemeinden sein oder auch von der Salzburger AG selbst. Der Sonnenpark Eugendorf, Salzburgs größte Agri-PV-Freifläche auf rund 60.000 Quadratmetern, ist ein Projekt der Salzburger AG gemeinsam mit der Gemeinde Eugendorf. Und da war es das vorrangige Ziel, auch die Bevölkerung von Eugendorf mit einzubinden. Daher hatte der Investitionsvorgang 2 Stufen. Zuerst wurden die Bewohnerinnen und Bewohner von Eugendorf aufgerufen zu investieren. Das hat ungefähr 100.000 Euro eingeworben. Und in einem zweiten Schritt wurde das Projekt dann öffentlich angeboten zur Investition und war dann binnen weniger Stunden vollständig finanziert. Die Vergütung für das eingesetzte Kapital sind Zinsen in Form von Geld oder auch Naturalien, wie zum Beispiel Wertgutscheine. Die Investoren erhalten nach Ablauf der definierten Zeit das Geld in Form der Tilgung zurück. Um über neue Projekte informiert zu bleiben, lohnt sich ein regelmäßiger Blick auf www.investinggreen.at und die Anmeldung zum Newsletter. Also sowohl Investoren als auch Projektträger, die Finanzierung benötigen, melden sich unter team@investinggreen.at per E-Mail und wir nehmen Kontakt auf. Wir freuen uns auf Ihre Anfrage.